Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored hier auf AVA Games LP mit mir, dem Vam. So heiße ich jetzt offiziell, zumindest mein Spitzname, und wir müssen zusammen, Will, aber davor schaue ich nochmal, ob Piero Joplin vielleicht was für uns hat. Soll ich etwas für Sie konstruieren? Ich kann alles herstellen. Fast alles. Na, das ist doch wunderbar. Hast du irgendwas zu kaufen oder haben wir noch Geld? Nein, wir haben letztes Mal anscheinend alles ausgegeben. Und da wollte ich noch schauen, ob hier irgendwo Runen sind, weil wir brauchen jetzt wirklich Runen für Kräfte und so. Ah, da haben wir sogar ein bisschen was gefunden. Kupferdraht wandelt sich automatisch in Geld um. Und hier klingelt das Telefon. Ah, wir gehen jetzt erstmal nicht ran. Boah, ey, hör mal auf zu klingeln. Ah, scheiße. Naja, komm. Alter. Ich habe gesagt, ich möchte nicht annehmen. Scheiße. Ja. Sehr gut. So, jetzt lassen wir jetzt noch ein bisschen klingeln. Das nervt jetzt vielleicht ein bisschen. Aber jetzt gibt es natürlich Wichtigeres zu tun, ganz klar. Alter, dieses Langweil, ja. So, jetzt ist aus. Endlich. Okay, ich glaube, das ist hier irgendwo im Keller, das Herz. Kommen wir hier irgendwie in den Keller? Nee. Und da oben. Boah, was mache ich da? Und da oben ist auch noch eins. Das sollte aber leicht zu holen sein. So, nein. Irgendwie da hoch. Hä? Ich glaube, ich sollte einfach nur ins verdammte Haus gehen. Ich weiß auch nicht, was ich hier gerade mache. Ah, da geht's runter. So. Ah ja. So, jetzt nehmen wir das Herz wieder. Da rechts. Also hier rechts. Ah, okay. Eine weitere Rune. Sehr gut. Ist hier auch irgendwas? Eier des was? Ich habe gerade irgendwelche Eier aufgesammelt. Kräfte? Können wir welche Kräfte? Ne, da brauchen wir noch ein bisschen. Zeit verlangsamen wäre nicht schlecht. Oder vielleicht hier einfach tödlicher Schwarm. Das wäre eigentlich auch geil. Ah, da bräuchten wir noch zwei. Und die haben wir jetzt erstmal nicht. Was ist da hinten rein? Eine gibt's hier noch und die andere einfach vielleicht in der nächsten Mission oder so. Was ist denn das? Alter, was ist das? Wie? Alter, was ist das? Ich habe keinen Plan. Das ist ja widerlich. Alter, was gibt's hier denn alles? Das ist ja abartig. Schon wieder sowas. Komm ich hier raus zur Hölle? Alter. Ah, hier, okay. Boah, ist das eklig. So komische Knospen-Schimmelteile. War da gerade was? Ich bin irgendwie gerade so rum und dann. Da. Schon wieder. Keine Ahnung. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Wo bin ich hier? Ach, da, die Kette. Ach so. Richtiger Geheimgang hier. Okay, und die andere Rune irgendwo oben im Haus. Ich nehme gleich mal das Herz wieder. Wahrscheinlich ganz oben in meinem Zimmer. Also, in meinem Dishonored-Zimmer in Corvoartano. Seinem kleinen Zimmer, ich glaube, ja. Ne, was ist denn das hier? Doch, das ist sein Zimmer. Also unser Zimmer. Anonyme Nachricht. Wer immer sie auch sind, ich muss ihnen dafür danken, wenigstens einen Teil meiner Familie verschont zu haben. Wir alle haben Feinde, jedenfalls wir Boyle-Schwestern. Auf eine seltsame Art und Weise haben sie mir einen Gefallen getan. Also verdienen sie auch eine Belohnung. Ich habe das hier von einigen meiner verschwiegenen Diener zu einem ihrer eigenen Diener befördern lassen. Mögen sich unsere Wege nie wieder kreuzen. Ich habe so den Verdacht, dass das der war, für den wir diese unglaubliche Aktion gemacht haben, um hier die Madame Boyle zu verschonen. Das war ziemlicher Scheiß, weil es gab einfach keine andere Wahl außer voller Action. Und jetzt zusammen. Bereit, den Lord Regenten zu treffen? Es wird Zeit, dass wir uns um ihn kümmern. Höchste Zeit. Zur Zeit, die meine aufs Maul zu geben, würde ich mal sagen. Auf zum Dunwall Tower. Der Dunwall Tower. Da waren wir ja schon mal. In der ersten Folge. Da wären wir, Corvo. Ihre letzten Erinnerungen an den Dunwall Tower dürften keine guten sein. Vielleicht machen Sie jetzt mit, was damals passiert ist. Vom Wasserschloss aus wird es eine kleine Kletterpartie. Das Wichtigste ist, den Lordregenten zu töten.
Er hat sich da etwas auf dem Dach gebaut. Nennt es einen Schutzraum oder so. Verrückt, wenn Sie mich fragen. Corvo, wenn ich Ihnen schon die große Führung gebe. Hier befindet sich die Sendezentrale, aus der die ganzen Bekanntmachungen kommen. Könnte interessant sein. Bereit? Wenn wir uns wiedersehen, wird der Lord Regent tot sein. Und wenn nicht, war es eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Na wunderbar. Dann rächen wir uns doch mal an allen Bastarden, die uns das Leben schwer gemacht haben. Mit dem Herz in der Hand. Mit dem Herz in der Hand, weil ich bin ja hier auf der Suche nach Runen. Um noch ein paar Kräfte zu zeigen, bevor wir hier dem Finale näher kommen. Wäre schade, wenn ihr ein paar verpassen würdet. So, hier die Rune. Ist hier irgendwas? Ah ja, da oben. Knochenartefakt ganz oben. Lass uns erstmal schauen, wie wir da hochkommen. Ich habe diesen Teil schon mal gespielt, das ist jetzt also nicht vollkommen blind, weil... Und das wurde auch aufgenommen, aber... Steam hat dann irgendwann versagt und somit war dann irgendwie der Schluss abgeschnitten. Da habe ich mir gedacht, mach das nochmal, damit ihr auch alles mitkriegt. Ja, und musste ich es halt nochmal spielen. Aber nein. So ist das halt. Aber ich weiß zum Glück schon, wo es hier lang geht. Da habe ich nämlich ein bisschen gebraucht am Anfang. Oder ich meine es zu wissen. Muss ich jetzt erstmal schauen. Hier sind erstmal ein paar blöde Ratten. Yeah. So, scheiße. Weg da. So, sogar weiße Albino-Ratten gibt's hier. Alles gibt's hier alles. Okay. So, da müssen wir rein. Ich schau nochmal mit der Röntgensicht, ob der Raum hier innen frei ist. Und ich glaube ja. Das Problem ist aber nur, was ihr vielleicht kurz gesehen habt. Dieser Elektroschocker da drinnen. Und den müssen wir umgehen. Und zwar schnell. So. So geht das. Und raus mit der Batterie. Wunderbar. Okay, hier ist soweit nichts. Und dann könnten wir doch eigentlich direkt weiter hochlaufen. Und schauen, wer ein bisschen Ärger braucht oder eine Trachtprügel. Alles klar. Ich versuche das hier heimlich zu machen, aber wenn es zur Sache kommt, dann geht's auch zur Sache. Und dann kenne ich hier keine Bahn. Dann gibt's hier Achtung, Angestellte des Dunwall Towers. Alle Neuzugänge haben sich sofort beim Offizier vom Dienst zu melden. Beim Offizier vom Dienst, ah ja. Das bin da wohl ich, Freundchen. Herr mit dem Schlüssel. Seitentür der Schleuse. Ah, komm, der darf hier nicht liegen bleiben. Der muss hier irgendwie weg. Okay, da ist schon mal gut. Pieros Mana Elixier, auch sehr, sehr sinnvoll. Und jetzt sind wir auch schon in der Problematik. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich nehme den anderen Weg. Und der war ziemlich gut. Der war nämlich hier oben über den Türmchen hier, gelangt man tatsächlich aufs Dach. Ich muss kurz schauen, wie ich das nochmal gemacht habe. Genau, da bin ich hin. Und von da aus konnte man auf Sachen von hier oben, ist man halt ziemlich sicher. Weil man hier unten erstmal keine Konfrontation braucht. Alles klar, und hier sehen wir auch schon die größte Problematik. Tallboys. Hier ist einer. Und irgendwo da hinten müsste noch einer sein. Da, genau. Ansonsten hier irgendwelche Scheinwerfer. Das sind Kanonen. Soweit ich weiß. Und ich überlege mir, habe ich schon letzte Folge überlegt, also was ihr halt nicht sehen konntet, was ich jetzt wieder aufnehme, ob ich den mit einem Falkensprung down machen kann. Und ich glaube, ich probiere das einfach mal aus. Wenn es Action hat, dann wird es Action. Ja. Jawoll. Hat doch wunderbar geklappt. Gibt's jetzt Action? Ne, weg damit. Röntgensicht aktivieren. Gut, dass es geklappt hat, das ist ja der Wahnsinn. Hier sind Ratten, da locke ich die Gegner, glaube ich, mal hin. Außer sie greifen mich jetzt mal an. Ich hoffe mal nicht. Nee, die bleiben ruhig. Hier haben wir einen Walöltank. Hier ist irgendwie so eine Seitentür. Die können wir öffnen, weil wir dem ja vorhin den Schlüssel geklaut haben. Und da würde ich mal sagen, legen wir doch hier ein paar Wachen, oder? So, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Runter damit. Oder halt mit ihm. Da innen ist einer. Auf den sollten wir natürlich aufpassen. Da kommt einer. Oh, oh. Und da ist einer. Das ist jetzt ein bisschen tricky.
Kann ich mich darüber teleportieren? Ich schau mal, wie weit kann ich laufen. Es reicht nicht ganz, es reicht nicht ganz. Aber ich glaube, der kommt jetzt hier um die Ecke, oder? Naja, aber ich würde eh gerne mal einen Raum da hinten abchecken. Nicht, dass da irgendwas ist. Irgendwas wie Lebenstränke kann man ja immer gebrauchen. Der sieht uns noch nicht. Ja, die sind hier ein bisschen blind, die Wachen. Ich spiele auf normal. Für alle, die es nicht wissen, normal ist ja normalerweise auch Standard. Und aber hier ist gar nichts. Oh. Doch eine Wache. Oder kommt man von hier aus irgendwo irgendwie darüber? Ne. Also hier ist wirklich gar nichts. Ich schätze mal, ob die Wache sich hier irgendwie umdrehen würde für mich. Weil wir könnten auch mal einen Windstoß an hier testen. Das wäre doch mal eine gute Idee, wenn die hier kommt. Einfach darunter schubsen. Wollen wir das mal machen? Ich komme ja auch mal ein bisschen entgegen. Damit das hier nicht... Oh. Steht da direkt hinter dem Block. Kacke. Komm hier gerade nicht vor. Oh Gott, da vorne kommen auch noch welche. Scheiße, scheiße. Muss hier wieder rein. Oh, oh, oh. So, jetzt kommt sie. Ich nehme hier direkt schon mal den Windstoß. Und der wird er jetzt ein bisschen falten müssen. Wenn er sich mal bitte, bitte hier bewegen würde. Aber dafür hat er irgendwie heute keine Zeit. So, wenn jetzt zu Ende ist. Oh, so, jetzt aber. Jetzt schleichen wir uns an dem mal vorbei. Und dann wird er da unten landen müssen, ob er will oder nicht. Windstoß. Muss noch ein bisschen aufgeladen werden. Oh, scheiße. Doch, wir haben eine Art Tränke. Oh, oh, oh. So, Freundchen. Da sind jetzt noch die Geländer. Das ist ein bisschen problematisch. Ich glaube, ich mache es einfach standardmäßig. Oh, Alter, war das knapp. Alter Schwede, war das knapp. Der hat fast geschrien. Weg damit. Boah, das war richtig knapp. Und da kommen wir jetzt nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier entlang. Und irgendwie schauen, dass wir vielleicht die Wachen da mal herlocken. Und ich hätte da auch schon so eine kleine, feine Idee. Und zwar hier direkt hoch. Die wissen ja eh, dass ich komme. Das ist dem Lord Regenten bewusst, sonst hätte er nicht die ganzen Sachen hier aufgestellt. Aber Aufmerksamkeit kann ich gerade nicht gewinnen, weil ich möchte jetzt auch keine Granate wegschmeißen oder so. Kann man hier irgendwie vorbei? Ich glaube, der beste Weg wäre da hinten lang. Ich glaube ja, das habe ich letztes Mal auch gemacht. Das ging eigentlich ziemlich gut. Also hier irgendwie. Nur noch treffen. Boah, okay. Oh, hier ist gefährlich ein bisschen. So, und... Wunderbar, da ist schon eine Wache. An der würde ich jetzt gerne die Ratten testen, aber wie gesagt, obwohl ich könnte mal schauen, ob hier vielleicht eine Rune ist. Hier nicht, aber da hinten. Komm, jetzt legen wir den noch normal um. Okay, da ist er. Und das Problem ist auch, hier sind Tallboys und alles. Und ein Geschütz. Alter, ein Geschütz. Alter Schwede. Alter, alter, alter. Nicht aktivieren, Leute. Boah. Ich hoffe, die haben jetzt wirklich keine Kacker gemacht. Haben die was gemerkt? Ich glaube, da oben ist auch einer, oder? Ja. Aber der sieht uns nicht. Zum Glück. Zum Glück. Und jetzt heißt es hier teleportieren, weil hier sind ein paar Ratten am Start und ich wollte jetzt nicht noch mehr Leben verlieren. Haben wir schon genug verloren. Und da ist doch eine Rune, oder? Hey. Los. Haben wir jetzt genug? Ach nee. War nur Erz. Ich habe mich schon gefreut. Schade. Die Rattenplage, die wäre es jetzt echt. Kann man ja machen. Da kommen dann eben so Ratten einfach. Machen ja alles kaputt. Absoluter Bringer. Oh. Alter, sind da viele. Alter, sind da viele. Boah, ey, das war... Das war davor aber nicht so. Shit. Kommt der jetzt auch noch her? Oh oh. Oh oh. Ich nehme schon mal Betäubungsbolzen. So. Jawohl. Wunderbar. Her mit der Pistole. Weg mit dir, Freundchen. Sehr gut. Alles klar. So, die andere Wache, die ist irgendwie jetzt erstmal weg.
Können wir wieder ein bisschen was hier nehmen, ein bisschen Sachen, die vielleicht keiner braucht, aber ein bisschen Leben ist dabei. Ich werde sofort wieder diese Nachtsicht aktivieren. Nicht, dass dieser Typ kommt, ey. Das ist hier auch ein nervenauftreibendes Spiel. Zutritt verboten. Okay. Kann sich jemand durchsehen, der will. Der Spielfluss wird damit jetzt erstmal nur gestört. Deswegen überspringe ich das Ganze mal. Und wollte mal schauen, wo jetzt die Runen sind. Also eine ist anscheinend da irgendwie. Ich nehme an, dass wir da rein müssen. Okay. Da soll die, da ist sie. Und da ist auch eine Wache. Oh. Alter. Boah, ey. Scheiße. Die sind aber auch frech. Und ich bleibe jetzt immer in der Nachtsicht, weil jetzt darf man wirklich keine Fehler mehr machen. Und da ist die Rune. Sehr gut. Ja, damit. Sorg aufs Gesundheitselixier. Sehr, sehr gut. Wo geht's eigentlich hier hin? Kann man gar nicht öffnen. Oder da. Das geht doch auf. Tallboy. Alter, Alter. Jetzt holen wir uns erstmal die Ratten. Oder vielleicht verlangsamen. Nee, komm. Ratten sind lustiger. Möchte ich auch mal ausprobieren. Ja, die sind richtig cool. Die testen wir auch bei der nächsten Wache oder so. Aber ich wollte eigentlich noch den Tallboy da wegkriegen. Aber hier ist... Da ist, glaube ich, nicht so toll, wenn man da rumläuft. Ziemlich unsicher. Ziemlich unsicher. So, ein paar kleine Ratten, die hoffentlich ruhig bleiben. Hier war ja auch noch eine Wache, aber ich sehe die gerade gar nicht. Oder? Die ist hier. Also hier ist sie auf jeden Fall nicht. Scheinwerfer. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen, dass die mich nicht entdecken. Huhuhu. Hier geht's zur Sache. Okay, mit Teleport können wir wieder eine Ebene höher kommen. Das ist sehr cool. Von hier oben haben wir natürlich wieder einen besseren Überblick. Aber die anderen eben auch über uns. Oh, was ist denn das hier eigentlich? Ist das hier so eine Helikopterlandeplattform oder was? Oh ja. Und jetzt könnten wir uns vielleicht mal in einen Fisch verwandeln. Ich habe nämlich so den Verdacht, dass wir damit weiterkommen. So einen Fisch würde ich gerne werden. So. Hallöchen. Kann ich vielleicht irgendwo hier unten irgendwo hin? Nee. Scheiße. Scheiße, scheiße. Das war jetzt ein bisschen kacke. Obwohl von hier unten können wir... Von hier unten könnten wir hoffentlich irgendwie da ran. Nein, können wir nicht. Hier sind überall Fische, Alter. Werd schon angegriffen. Wow. Alter, Alter. Direkt die Ratten, weil ich habe ja den Verdacht, dass jetzt Action kommt. Weil wenn die den Alarm auslösen und der Tallboy mich sieht, dann sind wir wirklich am Arsch. Dann sind wir wirklich am Arsch. So, dahinter. Da ist noch einer. Der Tallboy dreht gerade seine Rücken, zum Glück nicht bei uns. Aktiviere Nachtsicht und hol jetzt einfach mal die Ratten. Schau, ob die was drauf haben. Jawohl. Wunderbar. Ah, sehr schön. Komm schon, Alter, mach den fertig. Bitte. Sehr gut. Kommt den auch noch? Alter. Hä? Warum wurde der gerade abgeschossen? What the fuck? Alter, der hat den eiskalt abgeknallt. Oh shit, Tallboy, Tallboy. Alle gehen jetzt auch bitte mal weg. Nicht, dass sie mich am Schluss noch angreifen. Das wäre nicht sehr schön. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt direkt durch die Haupttür einfach rein, oder? Klar, in den Innenbereich des Dunwall Towers. Wo hier der Bösewicht ist, der da rechts müsste das sein. Und hier vor diesem wunderschönen Plan des Gebäudes machen wir einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge, wo wir wahrscheinlich den finalen Kampf sehen werden. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Macht's gut.